Ich beschäftige mich in meiner Forschung mit Kunstwerken, die in Kriegszeiten oder in Krisenzeiten oder in Momenten, wo die Machtverhältnisse zwischen Weltregionen unsymmetrisch waren, in diesen Situationen beschäftige ich mich mit Kunstwerken, die hin und her geschoben wurden. Entweder gewaltsam oder sie wurden gekauft für viel Geld bei welchen, die kein Geld hatten. Und dieses Hin und Her von Kunstwerken oder nicht unbedingt zurück, nur hin von Kunstwerken ist das, was mich beschäftigt. Das ist deswegen wichtig, weil diese Kunstwerke oft in unseren Museen zu sehen sind heute und wir haben komplett vergessen, woher sie kommen. Und daran zu erinnern, scheint mir extrem wichtig. Es gehört zu den Hauptaufgaben der Wissenschaft oder einer Wissenschaftlerin, meiner Meinung nach, die Ergebnisse, die in Bibliotheken, in Köpfen, in meinem Kopf oder in meinem Computer entstehen, auch einem breiteren Publikum bekannt zu machen und sie mit diesem Publikum zu diskutieren. Aus den Diskussionen ergibt sich oft eine Art Stimmungsbild über das, was bekannt ist und nicht bekannt ist. Und da ist mir sehr darum geht in meiner Forschung, vergessene Geschichten wieder präsent zu machen, ist es extrem wichtig, dass im Austausch mit der Zivilgesellschaft, mit verschiedenen Gruppen, warum nicht auch mit Schülern, zu erproben, was angekommen ist und was noch nicht oder wo die Fragen sind. Und das merke ich übrigens auch an der Universität. Die jüngeren Generationen, die jungen Studenten und Studentinnen wollen andere Sachen wissen als die vor 10 Jahren und wiederum vor 20 Jahren. Und diese permanente Entwicklung unserer Menschheit oder der Menschheit, die ich vor Augen habe an der Uni, ist nur ein kleiner Teil der Menschheit, ist extrem wichtig, um zu verstehen, was unsere Gegenwart ist und was unsere Verantwortung als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für diese Gegenwart und damit auch für die Zukunft ist. Weil ich sie gar nicht trennen kann. Freiheit ist eine Form der Wissenschaft, wenn man so will. Und Wissenschaft geht ohne Freiheit gar nicht. Also gehören sie zusammen wie ungefähr ein Auge mit dem anderen. Und sie zu trennen macht auf einen Augen blind. Ich habe das Glück, an der Universität über ein Thema forschen zu dürfen, was ansonsten in anderen Bereichen der Gesellschaft, in Museen zum Beispiel oder in der Politik, nicht so frei gehandhabt werden kann. Wenn wir über Museumssammlungen sprechen, sind sehr, sehr viele Ängste damit verbunden, möglicherweise aus den Museen, die ihre Bestände möglicherweise nicht verlieren wollen, wenn sie zu viel davon erzählen. Oder in der Politik ist es gleich mit ganz großen Konstellationen verbunden, die mit Vorsicht angefasst werden sollen. Und das riesige Glück, das wir in der Forschung haben und gerade an der Universität, ist, dass wir eben im Dienste der Wahrheit unterwegs sind. Und das gibt eine große Freiheit, das gibt auch Mut, etwas zu wagen. Es kann auch einiges kosten, aber das lohnt sich. Und deshalb ist die Wissenschaft als Korrektiv auch zu anderen Orten der Wissensgenerierung extrem wichtig. In meinem Kontext ist Fortschritt sprechen über Tatsachen, Tatbestände, die ansonsten ganz lange verschwiegen wurden, wie Familiengeheimnisse gehandhabt wurden. In meinem Fall konkret ist es die Geschichte der Wege von Objekten in unsere Museen, von manchen Objekten, die eben nicht so gerne erzählt wurden, viele Jahre, Jahrzehnten lang, wenn sie aus der Kolonialzeit oder im kolonialen Kontext weggenommen wurden, möglicherweise auf einem Schlachtfeld oder unter großer Anwendung von Gewalt, dann hat man über Jahrzehnte hinweg nicht gerne darüber erzählt hier. Und für mich wäre ein Fortschritt oder ist schon ein Fortschritt bereits eingetreten, dass wir jedenfalls in Deutschland frei und offen darüber sprechen. Das Befreien des Wortes, das Lüften von Tabus, das Anfassen von Bereichen, die ansonsten im Dunkeln liegen, das ist wichtig und das macht uns als Demokratie, als Zivilgesellschaft, als Gesellschaft auch stärker. Wenn wir
ganz viele Geheimnisse, Familiengeheimnisse, historische Geheimnisse mit uns schleppen, dann entsteht ein Unbehagen auch im Museum. Und diese Art von Unbehagen ist eine große Schwäche. Deshalb ist Sprechen über Geheimnisse und möglicherweise darüber hinaus Unrecht wieder gut zu machen, das sind große, wichtige Angelegenheiten für mich. Seit einem halben Jahr staune ich enorm über die Tatsache, dass die Debatte über die Restitution von Kulturgütern, die wir als neu, frisch und unsere Debatte erachten, dass es sie einmal schon komplett gegeben hat, und zwar in den 70er Jahren. Als ich ein kleines Kind war, hat es diese Debatte über 10 Jahre lang schon gegeben, gerade in Deutschland extrem stark. Es war im Fernsehen, im Rundfunk, in der Presse damals, nicht nur in Fachkreisen. Und als ich das merkte, war ich ziemlich baff. Und die große Frage, die sich daraus ergibt, ist, warum haben wir es vergessen? Warum haben wir 40 Jahre später komplett vergessen, dass es diese Debatte schon einmal gegeben hat? Und zwar sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR, was Deutschland angeht, aber auch in Frankreich, in Großbritannien, in Belgien etc. Warum haben wir es vergessen? Wer, welche Institutionen, welche Dynamiken haben dafür gesorgt, dass man nicht mehr darüber gesprochen hat so lange? Das interessiert mich jetzt und das ist der Gegenstand meiner aktuellen Forschung.